So. Oh, ich bin so aufgeregt und ich schwitze wie ein Schwein. 36 Grad und das wird noch heißer. Nein, nein, keine Angst, das singen wir heute nicht. Ich bin aufgeregt, weil wir werden technisch immer versierter, immer professioneller. Ja, wir sind ja eigentlich so Technik-Blondinen, also ich zumindest, Katja, die Technik-Brünette. Aber wir wachsen an unseren Aufgaben. Also ich habe mir gedacht, ist ja schade, wenn so die Standleitung Wien-Berlin ist, dann ist die Katja immer so klein und winzig. Und wenn ich dann nach Österreich gesendet werde, dann bin ich so lütt, dann ist Berlin so klein und ist doch schade. Und ich wollte auch mal wieder dieses Feeling haben, dass ich so direkt neben Katja in Lebensgröße stehe. Und da habe ich die schöne Idee gehabt, meinen völlig verstaubten Fernseher mal wieder anzumachen. Ja, das Gerät steht seit ungefähr 4 Jahren völlig ungenutzt in meinem Wohnzimmer rum. Naja, ich will ehrlich sein, also ganz ungenutzt natürlich nicht, ab und zu mal so eine kleine Netflix-Folge. Also ja, unser Eins braucht ja auch mal sowas wie Unterhaltung. Ne? Ich weiß, das sollte man heutzutage nicht mehr machen, aber das verzeihe ich mir einfach. So, aber so diesen ganz normalen Fernsehabend, so nach Hause kommen, Tagesschau, Tatort hinterher, Gehirnwäsche, das gibt's ja bei uns nicht mehr. Also seit Jahren nicht mehr und das ist auch gut so. Die meisten machen es ja leider immer noch. So, aber jetzt weiß ich, warum das Ding immer noch bei mir in der Bude steht. Nämlich dafür. Ist das nicht schön? Ja. So, Katja hat vorproduziert hier. Ich habe seitenweise Text bekommen. Ist ja sehr schön geworden. Katja hat ja dieses Reimgehen und ich beneide sie da so drum, weil ich habe das nur manchmal, ganz selten und sie ganz oft. Und top dafür. Ja, einer muss es können. Katja kann's. Aber als ich dann dieses vorproduzierte Werk dann angemacht habe, habe ich einen Schreck gekriegt. Habe gedacht, Katja, bist du wahnsinnig? Das geht gar nicht. Willst du, dass die hier unseren YouTube-Kanal sperren? Ich meine, wir sind bisher so schön unterm Radar geflogen, ja, weil wir haben ja so wenig Abonnenten. Uns kennt ja keiner zum Glück. Also deshalb bitte, wir wollen da auch gar nichts dran ändern, ja. Nicht irgendwie abonnieren und teilen oder so, Gott bewahre, nur das nicht. Nein, das soll ja so bleiben, ja. Und damit ihr jetzt wisst, warum das vielleicht unser letztes Video sein kann, gönne ich euch jetzt mal diese Schrecksekunde in Echtzeit. Ja? Ich gehe mal kurz aus dem Bild, aber ich komme gleich wieder. Ja? Ich bin gleich wieder da. Jetzt versteht ihr, warum ich so einen Schreck bekommen habe. Hier so Russland, Moskau, geht ja aktuell gar nicht. Man muss ja schon die richtige Flagge irgendwie so im Fenster hängen haben. Und guckt sie euch an, sie sieht auch aus wie so eine kleine Babuschka oder Mamuschka. Ich wünschte, es wäre so.
Chemtrails bringen Gift in unsere Welt, auch wenn es uns nicht gefällt. Hey, Chemtrails, Chemtrails, unnatürlich quergestreift, Unbehagen um sich greift. So, an dieser Stelle hätte ich jetzt gerne einen halbnackten Wilden, der auf dem Boden rumturnt, schweißgebadet, Rad schlägt oder Unterschritte macht oder sowas. Chemtrails, la 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 la. Hey Chemtrails, la 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 la. Naja, ihr könnt euch den ja vorstellen. Die Leute glauben, dass es normal ist, dass ein Kondensstreifen so lange hält. Ganz viele denken, was egal ist, doch man hat ihnen ein Märchen erzählt. Hey, 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 Chemtrails, Chemtrails, früher war der Himmel blau, jetzt ist es ein trübes Grau. Oh, 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 oh. Hey, Chemtrails, Chemtrails, heute weiß ein jedes Kind, Schwab und Gates die Schulden sind. Chemtrails, Chemtrails, Schleier übers ganze Land, ziehen sie mit Teufelshand. Chemtrails, Chemtrails, schau dir nur die Wolken an. Töten wollen sie Maus und Mann, rette sich, wer kann. Hey! Geschafft. Jetzt kann ich in den Swimmingpool springen. Aber ich gucke nicht nach oben an den Himmel. Tschüss, ihr Süßen.